Hallo meine Lieben, willkommen zur dritten Folge von Anno 1800. Und wir haben aufgehört damit, dass wir diese Steine gesucht haben. Ich habe die anderen beiden natürlich gefunden. Und wir rennen mal jetzt. Ihr wisst noch, wie schnell es war von gerade eben. Und jetzt schaut. Oh mein Gott, wir sind so schnell. Juhu. Wir haben sogar eine optische Verzerrung. Ja, Einsteins Relativitätstheorie wird bei uns Wahrheit, weil wir diese Schuhe haben. Unfassbar, oder? Geil. Okay. Leute, mega. Vielleicht gibt es da noch mehr. Vielleicht werden wir noch mehr solche Quests entdecken, mit denen keiner gerechnet hat. Aber gut. Okay. Dazu. Also, was möchten wir kaufen? Wir möchten ja was. Wir brauchen vor allem noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Arbeiter. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. So, brauchen wir gleich neue Häuser bauen. Das ist Unbeugsamkeit. Ja. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Auch sein Grübchen im Kinn, aber davon abgesehen. Bin ich ein ganz normaler. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass die Jungs hier einziehen. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Klar hat er vor, uns davon abzuhalten. So. Machen Sie 4 Tonnen Segel? Wir können nicht alles produzieren. Okay, was können wir denn nicht produzieren? Hm? Was sollen wir denn kaufen? Wir handeln ja schon. Bretter zum Beispiel handeln wir. Wir können noch Baumstämme handeln. Also das ist jetzt passiver Handel. Ja? Aktiver Handel ist, wenn wir tatsächlich selber ein Schiff schicken. Und auf dem Kontinent. Ich sagte, und auf dem Kontinent. Wie macht man denn die Karte? Weltkarte. Boah. Szenario, schaut mal, das silberne Käfig. Oh. Das sind alles Szenarien. Die machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt hier die alte Welt. Wie gehabt. Aber, ja. Dann können wir jetzt zum Beispiel hier mit dem Schiff eigentlich mal rumschippern. Unser Schiff, oder? Keine Ahnung, wir schicken ihn einfach mal da runter. Nun ja. Ja. So. Wir bauen jetzt die Lehmgrube, wie hier vorgeschlagen. Und hier ist ja schon eine Lehmgrube. Okay. Bumm. So. Diese Lehmgrube. Ja, da brauchen wir eine Ziegelei. Ist auch so. Ja, ich mache das mal gefällt so. Das ist doch ganz cool. Okay. Ich finde halt hier auch immer eine Feuerwache ganz wichtig, aber von Feuer war bis jetzt noch nie die Rede. Von daher. Nicht ganz so dramatisch. So. Jetzt gehen die hier rüber und liefern schon die Waren aus. Okay. Wir brauchen natürlich aber noch ein Lagerhaus. Bauen wir hier hin. Und jetzt müssen wir es alles mit dem Kontor verbinden. Und gehen wir hier rüber. Finger weg, mein Junge. Ja, mein Junge. Mach deine verkommenen Pfoten da weg. Hm. Jetzt haben wir alles verbunden mit dem Kontor, mit allem drum und dran. Hier sind unsere Fähnchen. Im Winde, also mit unserem Lagerhaus, seht ihr. Und verbunden haben wir es mit dem Kontor, weil die Straße darüber führt. Ja, hier haben wir fehlende Waren, weil keine Waren ankommen. Gibt es ein Problem irgendwo? Nö, gibt es nicht. Die Lehmgrube. Und Lehm. Ist klar. Und vielleicht sind 2 Ziegeleien auch zu viel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eine stete Ziegelkonstruktion und das ist wichtig. Das ist so wichtig. Okay. Sehr gut. Diese Lehmziegel sind essentiell für schnellere Straßen. Die Pflastersteine. Da brauchen wir nämlich so Ziegel. Aber unbedingt. Das ist noch im Blaupausenmodus, das würde ich jetzt auch mal so lassen. Wir haben gerade ein Wurstproblem. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob diesmal besser haben werden. Gut.
Können jetzt noch die Zufriedenheit erhöhen, die ist aber gar nicht so wichtig. Also mit der Kirche, wir brauchen in aller Gewalt eine Kirche hier. Ja? Aber Brot wäre interessant, weil Brot uns da mehr Arbeiter einziehen lässt und wir kriegen wieder Münzen. Okay? Und Münzen sind halt unser Lebenselixier. Und das ist jetzt, glaube ich, eins der ersten komplexeren Produktionszyklen. Also es ist so, Gott, die Getreidefarm macht in einer Minute ein Getreide, okay? Die Mühle macht in 30 Sekunden ein Mehl. Und die Bäckerei macht in einer Minute ein Brot aus einem Mehl. Das heißt, wir brauchen zwei Getreidefarmen, oder? Eine Mühle, weil die ja doppelt so schnell arbeitet. Und zwei Bäckereien. Zwei Getreidefarmen. Machen wir. So. Und hier haben wir angefangen mit den ganzen Sachen. Da würde ich auch vielleicht sagen, dass wir... Hier ist eigentlich für mich die Sunny Side. Sunny Side of Life ist hier drüben. Hier wirkt alles düster und so unfreundlich. Der Ecke. Ja, komm, wir erhellen das hier. Okay, wir machen hier. Wir machen mal so. Also. Jetzt bauen wir dasselbe nochmal. Was führt sie zu uns? Brauchen jetzt ihre Felder. Ah. Blöd nochmal. Hier nicht. Hat doch eigentlich schon hier. Machen wir mal so. Genau. 144 ist halt schon echt eine ganze Menge. Richtig viel. Jetzt haben wir 144, ganz schön lang, gell? Eieiei. Ei, ei, ein Hof ohne Felder? Ja, ja. Nee, nee. Felder kommt. Meine Liebe. So. Der Hof hat auch 144 Felder. Und angeschlossen an die Straße ist er ebenso. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt... Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Eine Mühle, okay? Ich würde sagen, die Mühle machen wir vielleicht hier hin. Und zwei Bäckereien. Eins, zwei. Das ist jetzt unsere Brot. Kommen wir doch so. Und finde ich. Warum klappt es? Was fehlt für die Bäckerei? Da fehlt uns Lehm. Ja, und Arbeitskräfte fehlen uns natürlich ebenso. Aber der Rest hier funktioniert ganz gut eigentlich. Sehr gut. Wunderschön. Ja. Finde es ja auch wunderschön. Ja, ja. Wir wissen doch, was uns hier wie fehlt. Dann wir nämlich hier wieder ein paar schöne Einwohner, die auch Fisch haben. Sollten wir mal langsam gucken, ob der Fisch uns reicht. Die Versorgung aufgehoben. Ich habe hier gar nichts aufgehoben. Versorgung aufheben. Beeil dich, verdammt. Ja, ja, ist in Ordnung. Jetzt warte. Wo ist unser Fisch? Fisch haben wir noch genug und Fisch bekommen wir auch mehr. Guck mal hier hin. Fisch auf die Produktion von Fisch. Genau. Oh, immer noch. Schaut mal, wir produzieren zwei Fisch und benötigen immer noch nicht mal zwei Fisch. Sind aber, glaube ich, wie es aussieht, zu 98% ausgelastet, oder? Nach Produktivität an die Produktion. Sortieren mal nach Profit. Die machen alle keinen Profit. Warum macht... Ja, das macht, sind alles Zulieferer. Die machen keinen Profit, die Jack. Das ist alles Zulieferer. Die machen alle keinen Profit. Nein, nein, keiner macht Profit. Die Wurst würde eigentlich Profit machen. Sollte man meinen, oder? Der Fisch wird direkt verkauft. Der macht Profit. Die Arbeitskleidung macht Profit und der Schnaps macht Profit. Interessant. Das müssen wir uns mal angucken, das verstehe ich nicht hundertprozentig. Aber wenn ich was nicht verstehe, heißt es nicht, dass es irgendwie deswegen hochkompliziert wäre oder so. Jetzt sich noch in Grenzen.
So, Leute, jetzt brauchen wir die Bäckerei. Wir können eine bauen. Ja, geil. Leute, oh Mann. Genau, warum seid ihr schlecht gelaunt? Warum bist du denn schlecht? Ne? Weil hier fehlt ein bisschen Fisch. Du hast nicht jeden Fisch, den du haben könntest. Der hat uns aber gesagt, Fisch sei gut. Leute, Fisch sei absolut in Ordnung. Ja, scheint nicht ganz so in Ordnung zu sein, oder? Fisch ist nicht so in Ordnung. Versorgung 2, Nachfrage 2. Jetzt frage ich mich, wenn die Nachfrage doch und die Versorgung so gut ist. Na gut, es scheint sehr gut zu sein. Okay, aber er hat keine optimale Marktversorgung. Alles nicht so wichtig. Na gut, okay. Jedenfalls, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Der müsste jetzt... Er hat 3 Mehl schon. Warte mal. Mühle? Oh, ist... Ey, das ist ein schönes Spiel, oder? Runter gehen wir durch die Felder ein bisschen. Hallo, Holde Maid. Machst du die Aussaat, oder was? Du solltest doch jetzt eher... Morgenrot, Schlechtwetterbrot. So für ein Messer da dran. Okay, du solltest doch jetzt eher ernten, oder? Na gut. Hier sind wir an der Mühle. Na gut, nach holländischem Prinzip. Eine Windmühle. Im Gegensatz jetzt zur Wassermühle. Genau. Hier eine Windmühle, sehr gut. Läuft das Fließband schneller als sonst? Hier ist eine richtig schöne alte Steinofen-Bäckerei und hier sind auch die Backsteine für den Steinofen. Bakery, the best buns since 1800. Okay. Ja. Ich glaube immer, das schreiben die ja nicht dran. Oder die schreiben ja nicht dran. Hier die tollsten Brötchen seit 1800, sondern die schreiben das 50 Jahre später dran. Oder so. Macht mir voll Spaß. Mir kommt unsere Stadt schon riesengroß vor. Ohne. Wenn man jetzt noch die Bezirke hier einzeln benennen könnte. Altstadt oder so. Ja? Neu-Ost upon Avon. Was weiß ich was. Ja? Wie mega wäre das denn? Wirklich, wie mega wäre das denn? Achtung, der Boss. Hier Auslastung 100%. Sehr gut. Ah, hier waren wir aber auch noch nicht. Wir haben es uns angeguckt. Wir wollten uns hier alles angucken. Zumindest am Anfang jetzt. Wir nehmen uns die verdammte Zeit und gucken uns an. Da können wir runter gucken. Eltern haften für ihre Kinder, Achtung. Genau, hier haben wir was. Es ist Dampf betrieben, oder? Dieser Aufzug da. Okay, da wird es hochgeschaufelt. Sehr gut. Und dann kommt das hierher in die Lehmziegelbrennerei. Kommt dann hier rein. Da drin, hier werden die Ziegel gebrannt. Hier wird der Lehm zu Ziegel geformt. Und die machen wieder Schnick, Schnack, Schnuck da hinten. Okay. Machen die tatsächlich, oder? Wir machen die Lehmziegel. Und hier sieht man dann eben diese Ziegel. Ja, geil. Okay. Haben wir das auch angeschaut. Freunde. Freunde der Nacht. Der Nacht ans Licht gebracht. Gut, wir haben ein sattes Plus schon von 141. Also für unsere Verhältnisse ist das ja... das ist ja mega, mega abartig. Und die Leute, wir kriegen wieder richtig Piepen. Wenn die jetzt schön versorgt sind mit Brot, ja, dann wird unser Einkommen maximal ansteigen. Ihr seht ihr, 68, 69%, 70% Versorgung, 71%. Es läuft, es ziehen dann auch wieder mehr Arbeiter zu. Und das ist diese Kette, die man verstehen muss, ja. Wenn jetzt alles top ausgebaut ist, okay? Gülle stinkt oder nach Schmiere, was macht das schon für einen Unterschied, solange ordentlich bezahlt wird? Ja, jetzt warte mal. Wenn jetzt alles, angenommen hier ist alles grün, alles super, okay? Und ihr habt genauso viele Arbeiter, wie ihr braucht. 0-0, okay? Ihr habt keine Reserve übrig. Und dann fällt der Fisch aus. Ihr habt auf einmal in jedem Haus weniger Arbeit und ihr habt 100 Häuser, habt ihr 100 Arbeiter weniger, bumm, dann könnt ihr nicht mehr alles produzieren. Und wenn ihr nicht mehr alles produzieren könnt, werden andere Sachen auch, versteht ihr, nachlassen. Und dann bricht das ganze verdammte Kartenhaus in sich zusammen. Deswegen ist es wichtig, einfach ein paar Arbeiter in Reserve zu haben, so sehe ich das zumindest. Dass man sich damit dann mega viel Theater erspart.
Okay. So, Leute. Aber wir brauchen doch Segel. Okay. Depots. Kleiner Hafen. Ah, ein Depot, okay. Da können wir auf der Tonne, auf dem, im, was, im Lager? Plus 50 Tonnen. Und? Okay. Ist das aus diesem Addon? Das weiß ich gar nicht genau. Also wir bauen ein Depot mal hier hin. Ah, da können wir sagen. Entschuldigung. Den Skin auswählen wieder. Ich finde das halt mega geil, ja. Wenn wir so ein offenes Lager haben, wo man ein bisschen reingucken kann. Aber das ist so, das sieht so aus, ja. Egal, welche Waren wir gelagert haben, so sieht es halt aus. Jetzt könnt ihr mal dem Drecksack sein Schiffchen wegfahren. Aber ich würde es auch tatsächlich überdachen. Also einfach besser, wenn es überdacht ist. Kostet uns aber tatsächlich einen Unterhalt von 20 Piepen, gell? Ja, darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Unterhalt von 20 Piepen, dafür können wir aber mehr lagern. Und ja, wie viel können wir eigentlich hier lagern? Lagerkapazität. Insellager in Tonnen 125. Okay. Das gilt jetzt, wie wir sehen können, pro Ware. Okay. Also wir können pro Ware so viel lagern. Nicht das gesamte Lager. Sondern pro Ware. Diese 75 plus 50. Ja. Genau, die 125 Tonnen. Und das ist wichtig zu wissen. Okay. Ja, wir möchten aber Segel machen. Okay. Und Segel machen wir ganz einfach. Wir haben ja schon eine Schäferei. Mit der Schäferei. Hier. Waren wir echt die Obergeizbonzen aller Zeiten und haben eine Schäferei gebaut? Ich bin da echt so ein. Geizhals, du. Naja, auf jeden Fall geht das nicht. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Schäfereien. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler gemacht. Na, wobei. Ja, das passt. Machen das hier runter. So, und da können wir jetzt, wie gesagt, diesen Segeltuch. Und den Segeltuchmacher, den brauchen wir, um, ja, um Segelschiffe eben zu bauen. Was ist das Problem? Genau, die Ziegel fehlen. Dem Ziegel. Arbeitermäßig müsste es noch passen. Da könnten wir ein bisschen ausbauen. Würde mich jetzt auch wirklich nicht stören. Frag mich, ob wir die Ecke hier nicht verschieben sollen. Wir können nämlich mit dem neuen Tool. Leute. Ich kann jetzt so sagen, schaut mal. Das hier nehmen. Einfach sagen, ah, okay, komm, wir hätten es lieber hier gehabt. Und jetzt ist es halt einfach da drüben und wir haben wieder hier unseren Platz. Das ist so der mega Vorteil von dieser ganzen Geschichte hier. Von diesem neuen Tool. Ja, unfassbar gut. Wir haben sieben Siegel, Ziegel. Die sieben Siegel von Anno 18. Nein, die sieben Ziegel, Mann. Die sieben. Jedenfalls. Wenn wir 10 Siegel haben, werden in der Zukunft. Ja, dann können wir, haben wir 8, das ausbauen und das Segeltuch hinbauen. Ja, das ist nicht schön. Ja. Und wir traden mal ab, einfach weil wir dann ein bisschen mehr Kohle bekommen. Seht ihr, wie gleich das Geld hochsprießt? Wie verrückt. Ich glaube, wir werden das eh alles umbauen müssen. Da fehlt ja noch Infrastrukturen, dann wie Schule und wie alles. Aber dann werden wir knallhart, ohne Witz, werden wir abreißen. Oder wir werden mit dem Verschiebetool verschieben. Ja, also ich mache mir da jetzt gar keine Sorgen mehr. Früher habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn es einmal so gebaut ist, hat es für immer so zu stehen. Nein, nicht so zu stehen. Okay? Und das werden wir halt auch megamäßig ausnutzen. So, Segelweberei steht. Ja, Leute, Segelweberei. Bruder, aha, ich laufe jetzt hier so an der Schaffarm vorbei, lalala. Hallo Schäfer, wie geht's? Alles klar, komm, ich muss hier mal kurz vorbei. Dann geht man halt hier so vorbei. Dann ist man, aha.
mal, Segel von Segelschiffen. Jawohl. Habt ihr gewusst, dass der Jeansstoff, die Jeans, die wir anhaben, Segeltuch ist? Ja, oder zumindest mal dafür gemacht war ursprünglich. Nämlich richtig guter Stoff. Oh, mein Freund, wer bist du denn? Ich hatte immer gedacht, ich müsste eines Tages den Blumenladen übernehmen. Aber dann habe ich TNT entdeckt. Ich habe schon einiges davon verbraucht. Aha! Ja, ja, mein Freund, gute Idee, Blumenladen, aber dann hast du lieber TNT genommen. Und wir werden jetzt in den Straßen das TNT aufsammeln. Und das finde ich wichtig. Das kann ich auch verstehen. Das sollte man machen. Tut mir leid, Ihr Schiff wird einer Inspektion unterzogen. Ein TNT. Aha. Was ruckelt ein bisschen? Warum denn? Hallo, ich suche TNT-Päckchen, die hier auf der Straße liegen, wie das hier. Nice. Und? Liegt denn irgendwo noch eins? Es scheint zumindest mit 3 TNT-Päckchen einfacher zu sein als das letzte Mal. Oh Gott, und jetzt wieder zurück. Und das wird das Schwierige sein, zurückzufinden. Weil ich finde ja nie wieder zurück. Ah, ich habe ihn schon. Hab ihn schon. Ja, mein Freund. Jetzt kannst du zurück zu deinem Blumenladen, oder? Boom, da ist es. Komm, ich zeige dir, wie man es noch lauter krachen lassen kann. Unlock New Power Press 3. Oh. Ach du meine... Ja... Schau mal, was ich machen kann. Ab sofort an jeder Straßenecke. Ja, und ich werde dir jetzt ein bisschen die Wolle aus Versehen anzünden. Warte mal. Und wenn deine Bude brennt, den großen dann ist halt so. Leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Oha. Wenn ich irgendwas für sie tun kann, egal was, sagen sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Machen wir, also hör zu. Anno-Chroniken, Silos, die Lösung für Viehzucht? Agrarunternehmen im Rampenlicht. Silos sind auf Tierhöfen weltweit schon jetzt unverzichtbar. Mit raffinierten Verteilungssystemen wird Futter gelagert und das Vieh verfüttert, wodurch das Grasen beschleunigt wird. Wir sind gespannt, was die Farben von Dystopia mit Silos erreichen können. Ja, ich bin da auch mega gespannt. Da. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber ich habe da eine Bitte. Ja, ein Silo in der Schweinezucht? Ja, machen wir. Klar, klar. Hab noch nie ein Silo gemacht, das ist auch ein neues Add-on. Irgend so eine ganz neue Add-on-Geschichte. Okay, hier können wir jetzt so ein Silo bauen. Aber ein Silo kostet uns wieder... Ziegelsteine. Mann, noch. Viele Transporter. Können wir nicht Ziegelsteine ein bisschen kaufen mal? Wie machen wir hier? Geschwindigkeit ein bisschen vor. 8, 9, das ist für mich auch jetzt mega spannend. Ich habe noch nie ein Silo gebaut. Ja. Ich glaube, normalerweise bräuchten wir gar kein Silo. Oh, dauert das ewig. So, also, zack, jetzt machen wir hier ein Silo. Geil. Okay. Geil. So, verstehe. Ein Problem. Wie viel Platz braucht mein Segeltuch? Haben wir so viel Segeltuch? Nimm dein scheiß Segeltuch. Tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Ja, ja, ja. Okay. So, jetzt. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. So, jetzt hör zu. Jetzt bauen wir das Silo, okay? Wir bauen es hier hin. Ah, wir können das irgendwo hinbauen. Ah, das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut, okay. Dann machen wir es natürlich so hin. Hier hin, guck mal. Dann machen wir Silo hin. Dann können wir jetzt die Pferche wieder bauen. Sauber. Okay, man muss das Silo nicht direkt dran bauen. Wieder was gelernt? Sehr cool, okay. Silo braucht Getreide.
Ja. An dem Insellag, und da haben wir Getreide, wohl auch keins momentan. Nun gut. Und was macht es? Zusätzliche Waren? Plus 1-3. Ich glaube, das war die Geschichte, dass bei jedem dritten Durchgang kriegen wir ein Schwein extra, kann das sein? Nicht trödeln. Ja, irgendwie so. Nun gut, okay. Bitte. Wir brauchen einfach viel mehr. Viel mehr Ziegel. Warum arbeitet ihr so langsam eigentlich? Wir könnten natürlich, klar, Arbeitspensum hochziehen. Wir haben ja noch keine Chance bis jetzt auf Aufstände, da ist egal. Okay. Ja, ich bin platt. Ah, allgemein für die Ziegelei. Nicht für diese Ziegelei, sondern für Ziegeleien allgemein. Okay, die arbeiten jetzt schneller. Ja, den das machen wir. Abend verbringe ich gerne am Tresen mit meinen Kumpels. Zu Hause warten eh nur hungrige Mäuler auf mich. Ah, und er hat jetzt kein Lagerhaus in Reichweite, natürlich nicht. Natürlich nicht. Macht nichts. Wir bauen ein Lagerhaus noch. Wir bauen ein Lagerhaus. Die Frage. Unten ist halt auch voll dumm, oder? Ja, ein Herrgottsname bei uns hier. Jetzt machen wir so. Jetzt haben wir doch ein Lagerhaus in Reichweite, oder? Zählt nicht. In welcher Reichweite brauchen wir denn das Lagerhaus denn? Weil da haben wir Getreide. Oh, wir haben eh null Getreide. Wir haben null Getreide, wirklich? Weil wir so original alles komplett verbrauchen, dann müssen wir nochmal eine Farm bauen. Weil dann müssen wir nochmal eine Farm bauen. Machen wir. Genau, fehlende Waren. Aber er sagt nicht mehr Warenhaus fehlt, sondern fehlende Waren. Okay, dann hat er... Nein, oder? Fährt er darüber zur Schweinefarm da. Und wir beobachten das mal, wo er hinfährt. Den müssen wir gar nicht. Ja, Lagerhäuser können ausgebaut werden. Das weiß ich. Hab's euch jetzt noch nicht so explizit erklärt, aber... Ist so. Die können ausgehen. Ausgebaut werden. Jetzt zum Beispiel, zack. Und dann haben wir ausgebautes Warenhaus. Dann können nämlich drei gleichzeitig da haben. So. Ah, ja, okay, Achtung. Silo. Da sind Schlaglöcher. Passt Silo hat Ware. Okay. Silo hat Getreide. Gut gemacht. Ja, Silo ist in Betrieb. Jetzt guck mal, sie arbeitet. Schaut mal, es geht jetzt hoch. Die Geschwindigkeit. Perfekte Produktivität. Müsst ihr hochgehen auf bis zu 150. Oh mein Gott, Leute. Geil, DLC, futurologisch wertvoll. Cool. Ach, wenn uns das Getreide mal ausgeht, macht das auch nichts. Wir werden auch ohne das Silo zurechtkommen, so wie früher. Solange das Silo nicht einsatzbereit ist, wird die Produktivität natürlich sinken. Ja, geil, sie. Ja, mega. Und jetzt haben wir gleich 150%. 49, 100. Prozent. Oh, ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Wie viel Prozent sollen das hochgehen? Produktivität plus 100%? Doppelt so viel Produktivität, oder was? Eieiei. Lieber Mann. Da macht dann 200%? Echt? Guck mal, er dreht sich hier. Und er dreht sich. Und er dreht sich. Okay, und er dreht sich halt. Dippi, dippi, dippi. Dankeschön, ja, Menzi. Bitte, wie? Okay. Das war's. Wir haben wieder heute zerstört. Heute.
Keine Anbindung zur Straße? Nein. Braucht doch Anbindung zur Straße. Und auch die Einwohneraufgabe, dann ist auch schon wieder die Folge rum. Ja, Leute, ich finde es toll, dass ihr so tapfer seid mit mir, mit mir durch meine irren Runden hier geht. Also, eine verrückte Rätselaufgabe, okay. Diese Dummköpfe nicht zur Gewerkschaftssitzung kommen und saufen. Kaum, dass ich mal wegsehe. Meine Genossen müssen meinen Vorschlag hören. Leihen Sie mir bitte Ihre Autorität, um sie zu versammeln. Machen Sie einen Moment. Ja. Und jetzt? Finden und holen Sie die Kameraden der Arbeit. Das gehen wir hier hin. Gucken mal. Da sind sie. Nur ein wenig Beachtung. Und wir kriegen den stahläugigen Stahlschmied. Wird in der Handelskammer ausgerüstet? Da kommen wir alles noch hin. Da kommen wir alles noch hin. Den hatte ich jetzt noch nie. Den gucken wir uns mal kurz an. Okay. Produktivität plus 30%. Mega geil. Aber die Wartungskosten steigen auch um 50%. Oha. Und negative Attraktivität wird aber gesenkt. Oh, geil. Und der Anheuerungskosten 75.000. Eieiei. Und man kann diese Leute auch immer Expeditionen mitschicken. Da kommen wir später auch noch dazu. Es wird so abgefahren, was man im Spiel alles machen kann. Ohne Witz, es wird teilweise krank. Und von einem Strategiespiel hätte ich das nie gedacht. Und es ist so geil. Mega. Und ja, hör zu. Deine mächtigen Hammerschläge lassen sich mit denen eines nordischen Gottes vergleichen. Geschick, Kampfkraft. Perfekt. Leute, das war's wieder für diese Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.